Ja, was ist denn nun los? Also, kackt der Strom hier einfach ab. Naja, kann's nichts machen. Müssen wir eben das Ganze aussitzen. Tja, dann, Mädel, kann ich auch schon mal vorneweg sagen, Sie erblicken gleich ein altes Moped, ein Video, was damals recht oft weggemädelt wurde vom Ruiner. Warum auch immer. Verstanden habe ich das nie, aber hier ist es. Also, wenn der Strom gleich wieder da ist. Und wenn es wieder hell wird, hoffentlich. Also, wenn sich irgendjemand wundert, warum ich da irgendeine Gülle laber, die überhaupt nicht mehr aktuell ist, jetzt wisst ihr Bescheid. Tja, mal sehen. Eigentlich. Hau zusammen. In der Prärie, hinter den sieben Bergen. Bei Häuptling, faulendes Bein. Ja, es gibt neue Vlogs, wie ich so schön sehe. Bisher hat er jeden Tag durchgezogen. Ich habe es noch nicht gesehen, keine Ahnung. Wir gucken es jetzt einfach mal erstmal alle an, die bisher erschienen sind. Mir wurde schon ein bisschen was in die Kommentare auf jeden Fall gemeldet, dass es wohl wieder sehr utopisch sein soll und immer ausgefuchster wird. Wir schauen mal. Ich bin gespannt. Ich wurde auch darauf angesprochen, dass ich doch bitte die... Er hat ja im ersten Vlog gesagt, die Hater werden kein Thema mehr in seinen Vlogs sein. Deswegen werde ich doch jetzt einfach mal zählen, wie oft die Hater denn kein Thema sind in den Vlogs. Bin ich mal gespannt. Der Hater-Counter sozusagen. Ja, ich würde sagen, Film ab. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen. Zack, zack. Er präsentiert es wieder. Heute haben wir Blau und Rot. Das sehe ich so aus. Mhm. Das sieht hier ein bisschen unvorteilhaft aus. So, ja, heute sehe ich mal so aus. Ja, okay. Die Federn finden. Und jetzt schmierst du es dir in die Haare. Wunderbar. Ja, also immer noch fürs Haar. Aber was soll's. Ja, heute wird mein Tag relativ unspektakulär. Falls noch irgendwas Interessantes passiert, sage ich euch Bescheid. Aber der Vlog wird heute vermutlich daraus bestehen, dass ich hier sitze und zocke. Und beziehungsweise, ich werde euch jetzt nicht groß zeigen, wie ich zocke, sondern ich sage euch einfach, dass ich jetzt zocken werde. Ich werde jetzt Diablo 3 weiter zocken. Da habe ich jetzt die Season angefangen vor 3-4 Tagen, ich weiß nicht genau. Und dann werde ich die Season weiter zocken und dann schauen wir uns mal um. Ist mein Bart blau? Ja, ist er. So wie auch dein T-Shirt. Und ich denke mal jetzt auch dein Haar. Sieht komisch aus. Ach, und die Farbe im Gesicht sieht nicht komisch aus. Könnte auch im Licht liegen. Egal, jedenfalls werde ich eben heute, wie gesagt, Diablo 3 weiter zocken. Ein bisschen storytechnisch, seasontechnisch möchte ich mich ein bisschen weiter aufbauen. Ansonsten werde ich vermutlich noch ein paar Spiele hin und her switchen und vielleicht... gemerkt, nur ein vielleicht, werde ich noch streamen. Ansonsten war das heute mein Tag eigentlich, weil heute ist Sonntag, heute entspanne ich auch mal ein bisschen. So wie jeden Tag, also es gibt bei dir keinen Unterschied, bei dir ist jeden Tag Sonntag. Morgen geht es dann wieder weiter im Garten, vorausgesetzt das Wetter passt. Kann ich aber mal kurz gucken. Utopisch. Also... heute 13 Grad, morgen 13. Mensch, nimm doch wenigstens den Lutscher raus. 13 Grad. Am Dienstag 16 Grad und bewölkt. Am Mittwoch 18 Grad und bewölkt. Also sieht eigentlich ganz gut aus für die nächste Woche. Na, das freut mich doch. Vorausgesetzt, das stimmt auch. ansonsten haben wir jetzt 13.15 Uhr. Mhm. Es waren schon insgesamt etwa 9 Hater hier. Ah, sehr schön. Haben wir doch den ersten. Das ist sehr gut. Wunderbar. Vielleicht sogar schon 10, die ich mitbekommen habe, wohlgemerkt. Ja, und das war es eigentlich soweit. Das dürfte ziemlich alles gewesen sein.
Genau, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Vielleicht kommt, wie gesagt, noch ein kleiner Nachtrag. Ansonsten würde ich sagen, haut rein. Tschüss, tschüss. Da ist er wieder. Und die Farbe ist jetzt etwas mehr, ja, schwer zu sagen, verschmiert? Ja, verschmiert eigentlich. Leute, der Tag ist jetzt eigentlich ziemlich gelaufen. Wir haben jetzt 17.24 Uhr. Tag ist vorbei. What the fuck, meine Schminke ist verlaufen. Das ist dir vorher noch nicht aufgefallen. Da ist ja auch egal, aber ich nehme mal nicht an, dass er jetzt die ganze Zeit am einen und demselben Lutscher rumgelutscht hat. Und ich denke mal, dass er jetzt diese ganze Chupa Chups Packung, die er bekommen hat, da inhaliert. Ja. Alles klar. Ja, diese Farbe da jetzt. Ich weiß nicht. Tja. Links hat er blau. Und rechts hat er rot. Tja. Okay. Ich bin gerade im Discord, deswegen wundert euch nicht, wenn ich mich hier gerade seltsam gebe. Mir wird hier gesagt, ich soll hier gerade liebe Grüße ausrichten, was ich nicht mache grundsätzlich, was ja eigentlich jeder weiß. Und die lachen sich hier gerade in Asch ab. Und gerade hat noch jemand gesagt, ich soll nach Blumenerde fragen. Okay, ihr habt ja heute Morgen schon gesehen, was los ist. Ich habe im Prinzip gesagt, dass ich heute streamen werde. Ich werde ziemlich viel Diablo zocken. Habe ich beides getan. Heute Morgen habe ich gesagt, ich weiß nicht mehr, was, 10, 12 rum, 2 rum, ich weiß nicht mehr, ich habe es glaube ich im Video gesagt. Da waren ungefähr 10 Leute da, jetzt waren nochmal ungefähr 20 Leute da, also waren es wieder etwa 30 Leute im Ganzen. Davon abgesehen. Aber die Hater werden nicht erwähnt, ne? Dann habe ich eigentlich nicht wirklich viel gemacht mehr. Heute Nacht werde ich vielleicht nochmal streamen gegen 22 Uhr, 23 Uhr, weil da ja Ausgangssperre ist. Schauen wir mal, wie es läuft. Dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Ob man wieder Thames Fighting hört zocken, weiß ich noch nicht, aber das schauen wir uns mal an. Habe ich da eine Bebe? Nö. So, das dürfte eigentlich alles gewesen sein. Es wird ein Two-Taker, beziehungsweise eigentlich ist es ein One-Taker, weil das hier ist ja eine komplett neue Aufnahme. Also es gibt an sich keinen Schnitt, nur die Zusammenfügung von beiden Videos. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Stay strong. Haut rein. Okay, was kommt jetzt noch? Achso. Noch eine Einfügung. Die ist aber nicht vom Ruiner, sondern vom Spiegelort. Ja, das war der zweite Vlog vom Sonntag. Dann springen wir doch mal direkt weiter auf Montag. Genau. Und da sind wir auch schon. Beim Montag. Dann schauen wir doch mal. Die Farbe hat sich geändert. Jetzt hat er rechts blau und links... Das ist Metal, Leute, servus und herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, Metal. Heute im Stream, genau. Heute im Vlog vom Montag. Ja, ich bin wieder frisch geschnitten. Okay, weiß, schwarz und rot. Schminkt, die Haare, ja. Es fehlen leider immer noch die Federn. Gut, wie dem auch sei. Ich krieg schon wieder mittlerweile viele Nachrichten von den Hatern so, ja, jetzt fängt die Indianer-Staffel an, bla bla bla. Weil einfach die Hater mal wieder den Sinn dahinter nicht verstehen. Ja, dann erklären doch. Mann. Was man nicht versteht, wird gehatet. Na, das ist der Gedanke der Hater. Nicht direkt gehatet, aber erstmal verarscht, weil das ja schon, ich kenne jetzt niemanden, der sich erstmal jeden Tag ein bisschen Farbe ins Gesicht klatscht. Also, es ist ja wirklich Farbe, es ist ja nicht mal irgendwie gut gemacht, das kann ja nicht, ich glaube, ja, jedermanns Neffe kriegt das auch hin. Mal kurz mit dem Finger ins Gesicht gehen, mit Farbe und fertig. Also, wenn du dir jetzt da irgendwelche Zeichen hingeschmiert hättest oder vielleicht haben die Farben jetzt irgendwie eine Bedeutung und so, also, dann okay. Da weiß ich zwar immer noch nicht, was das genau soll, aber vielleicht erklärt das jetzt. Wir schauen mal. Der Plan für heute ist... Nein, er erklärt es nicht und sagt weiterhin, oh, wenn man es nicht versteht, dann ja, Pech gehabt. Aber er erklärt es halt nicht. Das ist ein bisschen schade. Naja, ändert sich vielleicht, wenn er die Federn dann hat.
Ich möchte im Hof und im Garten ein bisschen was machen. Ich möchte im Haus ein bisschen was machen. Das willst du eigentlich immer, und das hast du auch gestern schon gesagt, also im letzten Vlog vom Sonntag. Ja, also im Haus kannst du immer was machen, Rainer. Gut, nee, hast ja auch recht. Im letzten Video hast du ja gesagt, du hast auch im Haus eigenes Wetter. Dann ist das natürlich schwierig, da gebe ich dir recht. Jetzt im Moment sitze ich noch da und bin am Frühstücken und ich möchte heute streamen. Streamen werde ich vermutlich jetzt relativ zeitnah. Das wird wahrscheinlich das erste sein, was ich heute mache. Wir haben jetzt 11:53 Uhr. Ich werde jetzt wahrscheinlich dann um 12 vermutlich nicht ganz, aber um 12:30 Uhr werde ich dann wahrscheinlich streamen. Dann werde ich wohl, das wird ungefähr eine Stunde gehen, so bis 13:30 Uhr. Dann werde ich rausgehen und werde im Garten ein bisschen was machen, werde im Hof ein bisschen was machen. Am Schluss gegen Abend werde ich dann vermutlich gegen Nacht, werde ich dann heute noch im Hof arbeiten, im Haus dann irgendwas machen. Und dann war es eigentlich für heute so ziemlich. Was wir heute streamen werden, weiß ich noch nicht. Ich bin am Überlegen, ob wir Unravel streamen. Also Unravel 2. Aber das weiß ich halt noch nicht. Einen richtigen Plan für die Streams weiß ich auch noch nicht. Und ich muss auf jeden Fall, das werde ich wahrscheinlich jetzt gleich in Angriff nehmen. Ich muss auf jeden Fall die Regeln ein bisschen ändern, weil es keinen Discord mehr gibt. Muss ich die Regeln ein bisschen anpassen für meine YouTube-Leute. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Interessant eigentlich, dass er dann gesagt hat in diesem Sonntagsvlog, dass er da irgendwie auf Discord ist und mit Leuten redet. Wenn es den Discord nicht mehr geht, nicht mehr gibt, ist das schon interessant, sage ich mal. Aber gut. Ja, kommt da noch was? Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Drache und tschö, tschö. Fast vergessen, wenn sich noch irgendwas Neues ergibt, wenn ich noch irgendwas Neues mache oder wenn natürlich noch irgendwas Aufregendes passiert, sage ich euch Bescheid. Ansonsten war das der Vlog für heute. Ich kann. Okay, das war's dann wirklich. Also, ja, das war der Montag. Dann gehen wir doch mal direkt weiter zu Dienstag. So, da sind wir auch schon. Der Dienstag. Schauen wir doch mal. Stopp. Alexa, stopp. Fängt schon mal gut an. So, Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen. Keine Farbe im Gesicht. Was war das jetzt wieder für eine Geste? Ah. Mich gestern ordentlich abgeschminkt. Ich bin jetzt erst aufgestanden. Ordentlich abgeschminkt. Wo ist das ordentlich? Also, man sieht es doch immer noch. Ich trage gerade noch nicht mal eine Hose. Er hat jetzt aber nicht gesagt, dass er gerade keine Hose trägt. Naja, ist okay. Nee, nee, ist okay. Kann er machen, was er will. Soll er machen. So, ich war jetzt gerade nur kurz auf dem Klo Ja, das freut und mich. Und die Tatsache, dass du nach dem Klogang keine Hose mehr trägst, da kann sich jetzt jeder selbst was draus. ja, mein heutiger Tagesplan sieht wie folgt aus. Ich werde mich aufs Sofa setzen Ohne und das Hose. war's. Nein, natürlich nicht. Nee, wir haben jetzt. Alexa, wie spät ist es? 10:25 Uhr haben wir. Hat sie drüben jetzt gerade gesagt, warum auch immer. Aha. Genau, ich werde jetzt gleich frühstücken. Werde dann jetzt gleich einen Stream für euch machen dabei. Wahrscheinlich ein bisschen labern, während ich frühstücke. Vielleicht schaue ich mir nebenbei ein Let's Play an. Und anschließend werde ich dann vielleicht noch ein bisschen gamen. Im Garten mache ich heute vielleicht was, das weiß ich jetzt noch nicht. Im Moment ist die Sache die, es hat so ein kleiner Pisser Buttersäure auf mein Grundstück geschmissen vor 3 Tagen oder so. Und das Zeug stinkt bestialisch. Und nicht nur das, es ist auch noch giftig. Also das ist doppelte Scheiße. Deswegen bin ich da momentan ein bisschen vorsichtig, wenn ich viel draußen bin. Weil das kann nämlich für die Atemwege und so weiter giftig sein und tödlich nicht, aber das kann wirklich Schäden hinterlassen. Und deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Gut. Da gibt hier so viel Steilvorlagen, aber das wäre wirklich zu fies, das lasse ich sein. Ansonsten denke ich, war es das soweit eigentlich, was ich heute vorhab. Je nachdem, wie es draußen ausschaut. Ich war jetzt noch nicht draußen, weil ich gesagt, ich habe noch nicht meine Hose an. Jetzt stehe ich hier gerade nur im T-Shirt. Ja, ich weiß, die Vorstellung gefällt keinem von euch. Nee, schön, dass du es auch weißt, dass das keinem gefällt, aber
Warum sagst du das überhaupt? Also, warum ist diese Information jetzt irgendwie wichtig, dass du da ohne Hose stehst? Das. Nee, nee. Nee, man muss ja nicht alles verstehen. Im Osten jedenfalls ist es so, dass ich wahrscheinlich hergehen werde und mich darum kümmern werde, dass ich den Garten erstmal, dass ich erstmal schaue, ob ich den Hof machen kann heute. Na gut, hier riecht man jetzt nichts. Fenster ist ja wie immer gekippt bei mir. Das mache ich auch nur, weil ich weiß, dass es nicht reinzieht. Das habe ich vorgestern mal probiert. Genau, die Glasscherben liegen neben mich auch schon wieder. Ein Haufen Zeug. Naja. Gut, das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Ach ja, falls ihr euch wundert, was das. Ja, das Geklimper ist ein Windspiel, ja. Sehen wir noch irgendwas? Nee. An deiner Scheibe stehen auf jeden Fall ein paar Buchstaben. Hat er wahrscheinlich früher da mal geklebt. Rainer soll das wohl mal bedeutet haben. Also man kann es ja noch erahnen. Das R fehlt am Ende. So steht da jetzt Rain. Oder Reine. Auch sehr schön. So, Bimmel, das ist das Ding oben. Das Windspiel, ja. Genau. Ja, damit bin ich erstmal raus für heute. Falls noch irgendwas Interessantes passiert, sage ich euch Bescheid. Nur da scheint ja auch nie was Interessantes passiert zu sein, wenn noch 26 Minuten kommen. Ansonsten nicht. Ach so, übrigens, die ersten regen sich schon wieder darüber auf. Ja, du machst denn deinen Vlogs gar nichts Vernünftiges oder machst dir gar nichts. Warum machst du das denn überhaupt? Was? Ja, Gesundheit. Gesundheit. Entschuldigung. Gott stärke deine Schönheit. Ich mache die Vlogs deswegen. Um Geld zu machen, haben wir schon. Das hast du doch schon gesagt, Mensch. Das hast du doch schon gesagt. Dass die komplett ohne Inhalt sein werden und dass du die nur machst, um Geld zu verdienen. Und das war's dann. Weil sich immer alle aufführen, dass ich meine Sachen nicht durchziehe, was ich gemacht habe oder gesagt habe. Der Grund, dass bei mir nicht sonderlich viel passiert, ist natürlich momentan Corona. Corona ändert nichts daran bei dir. Sei doch wenigstens ehrlich. Das ist doch, bei dir hat sich doch nichts geändert, seitdem Corona da ist. Kommen vielleicht ein paar weniger Leute und die werden öfter von der Polizei dann ja, angemeldet. Aber sonst hat sich doch nichts geändert. Gut, auch du musst vielleicht beim Einkaufen eine Maske tragen. Ja, okay, aber sonst, ja. Aber auch vor Corona habe ich das nicht wirklich durchgezogen oder durchziehen können. Nur ab und zu mal, wo ich mal kurz einkaufen war in Neustadt, in Nürnberg, in Erlangen oder auch in Nimeskirchen natürlich. Oder halt hier und da mal ein paar Kleinigkeiten unternommen, abends mal ein paar Stunden in die Sauna gehen. Da werde ich euch auch nicht unbedingt mitnehmen. Vor allem darf man da nicht filmen. Aber Ja, schade, Rainer, ne? Das würdest du gerne machen. es ist wirklich so. Es ist wirklich so, dass ich hier. Kommt da noch was oder hat sich das Ding wieder auf Standby geschaltet? Es ist wirklich so, dass ich hier Ding habe. Ach, Ding, ja. Entschuldigung, mal einen Gedanken. Es ist halt wirklich so, dass das nicht so einfach ist mit den ganzen Hatern. Und jetzt momentan wegen Corona natürlich auch nicht. Und im Moment geht es auch nicht so gut, man hört es vielleicht an meiner Stimme. Obwohl die nach dem Aufstehen immer ein bisschen kacke ist. Ja, ansonsten danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Wie gesagt, falls noch irgendwas Interessantes passiert, sage ich euch Bescheid. Und regt euch von mir aus ruhig darüber auf, dass die Vlogs so nichtssagend sind. Letzten Endes wollt ihr die Vlogs haben. Und ich sage euch seit Ewigkeiten, dass in den Vlogs nicht wirklich viel mehr passieren wird. Früher bin ich viel gelaufen, war viel unterwegs. Aber das kann ich nicht mal machen. Aus zwei Gründen oder drei Gründen, Ja, die ich bitte. gerade aufgezählt habe. Nein, die hast du nicht Ja, und damit aufgezählt. danke ich euch fürs Zuschauen. Der einzige Grund, der halt stimmt, sind halt die Hater, weil wenn du länger weg bist, wissen wir alle, dass die Schanze dann eingemeldet wird. Die restlichen Gründe machen keinen Sinn. Du kannst sowohl mit Corona als auch ohne Corona durch die Gegend wongeln. Das ist komplett in Ordnung. Da hat keiner was gegen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Ciao, ciao. Also, aufgrund der Länge des Videos werden wir wahrscheinlich noch sehr oft begrüßt werden und noch sehr oft verabschiedet werden. Aber okay, das ist in Ordnung. Eine Sache habe ich vergessen. Ah. Wenn ihr euch wundert, warum ich heute nicht geschminkt bin, Ich wundere mich nicht darüber. wie ich schon sagte, ne, ich bin erst aufgestanden. Jetzt inzwischen habe ich eine Hose an, aber auch nur das, weil ich direkt angezogen habe. Ja,
Deswegen bin ich ja geschminkt. Falls ich heute noch mal weitere Aufnahmen mache, habe ich auf jeden Fall Schminke an. Und wenn ich das streame, gleich auch. Ja, sehr schön. Oh Gott, was ist denn da passiert? Also, das sieht halt wirklich dann so aus, als hätte man so, weiß ich nicht, Mamis Lippenstift gefunden. Oder Kajal oder was weiß ich. Und dann pinselt man sich damit das Gesicht voll. Und dann. Ach, ist auch alles egal. Komm, was hast du zu sagen? Metal-Leute, Ja, servus und Mädel. herzliches Willkommen ein weiteres Mal an diesem schönen Tag. Ja, zum mittlerweile dritten Mal an diesem schönen Tag. Ich habe jetzt gerade beschlossen, dass ich euch noch ein bisschen so ein Auspackding mache, weil ich eben was zum Auspacken habe. Ach, guck an. Ist eine geile Erklärung. Wartet mal, ich stelle euch mal so rum hin. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist es einfach nur Kopfsache, aber ich fühle mich wohler, wenn ich nach links schaue beim Aufnehmen mit der Kamera. Ich weiß nicht warum. Vielleicht fühlt es sich einfach angenehm an, ich weiß nicht. So. Okay. Ich habe wieder einige Sachen von Amazon bekommen. Ein paar Sachen, die ich mir gewünscht habe. Ein paar Sachen, die ich mir nicht gewünscht habe. Zwei habe ich aufgemacht, die werde ich euch aber trotzdem gleich zeigen. Es sind insgesamt 11 Pakete. Das ist jetzt aber nur die Deutsche Post gewesen. Und ich habe beschlossen, ich mache euch da mal wieder im Vlog ein kleines Auspack-Video und dann schauen wir einfach mal, was wir da haben. Ach, ich höre ein paar Hater-Stimmen im Hintergrund. Ja, und streamen und die Hater labern schon wieder Scheiße. Okay. Eine Sache, die mir momentan sehr wichtig ist, ist meine Schminke. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, dass das hier so der neue Stil sein soll, wie die Zukunft aussieht bei mir. Ja, Tja. das kann ja echt was werden, du. Jetzt habe ich auch die Federn, Oh die je. ich von der Wunschliste brauche. Ja. Mir fällt gerade auf an dieser Stelle, ich sollte definitiv mein Tablet rausholen und am Tablet gleich abkreuzen, was ich nicht mehr benötige. Deswegen gehe ich schnell rein und hole das Tablet. Bis gleich. Ja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Das Tablet hat einen Nachteil. Boah, ist das fettig. Ist ja unglaublich fettig. Ich geh da mal mit dem Lappen rüber. Mensch. Naja, aber gut. Was hat's denn für einen Nachteil? Ja, jetzt hat's wahrscheinlich noch einen Nachteil, wenn du das fallen lässt. Ja, im Moment sind es zwei. Hat Ah, einen Nachteil ja. bei dem. Na, da sehen wir immerhin mal ein Stativ. Guck an, das Vogelhäuschen steht auf dem Tisch und eine Kabeltrommel. Wetter, es ist sehr schmutzig, wenn man es halt jedes Mal vorher penibel sauber macht. Und deswegen werde ich es jetzt mal eben schnell sauber machen. Ich Aber habe das da. hat doch nicht mit dem Wetter was zu tun, dass dein Tablet fettig ist oder schmutzig ist. Meinst du, bei Regenwetter ist es sauber oder was? Das Fett kommt durch anderen Weg auf den Screen, sag ich mal. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass wenn die Sonne scheint, dann ist auf einmal dein Tablet fettig. Wachst morgens auf und oh, schon wieder alles fettig. Scheiß Sonnenschein. Manno. Also meistens nicht, ne. Einen kleinen Trick dafür. Das ist allerdings ein ziemlich schlechter Trick, weil das geht auch eigentlich mit einem ganz normalen Seifenwasser. Ich nehme dazu einen Leckfinder vom Auro. Aha. Ein ganz besonderes Mikrofasertuch. Jetzt muss immer alles ganz besonders sein. Ist nicht irgend so ein Öllappen. Nee, muss immer irgendwas ganz Besonderes sein. Das hat er selber abgebaut. Noch mit viel im Wald, mit Rudi hat er. Ja, ne, da hat er dann ein paar Schafe geschoren. Und dann hat er daraus Wolle gesponnen. Natürlich alles mit der Hand. Ist ja klar. Ne? Und dann hat er dieses Tuch da gemacht. Ja. Also einfach ein stinknormales Mikrofasertuch in dem Fall. Und Warum fängst du dann wieder an mit, ist es was ganz Besonderes? Und jetzt ist es ein ganz normales Tuch. wisch da kurz drüber. Warte mal. Kurz trocknen. Voilà, picobello sauber. Ich weiß nicht, ob man es jetzt überhaupt gemerkt hat. Ja, doch, hat man gesehen. So. Ja. Und schon habe ich wieder Dreckschmier drin. Aber das ist eine Sache, die sehr gut funktioniert.
Und dieser Leckfinder ist eigentlich für Autoreifen oder für, na, für Autoreifen ist Blödsinn, für Fahrradreifen ist der eigentlich, oder für Löcher an irgendwelchen Luftschläuchen oder sowas, oder Wasserschläuchen. So, sag mal. Gut, also wie gesagt, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal die Federn. Die sind allerdings kleiner, als ich gedacht hatte, was ein bisschen schade ist, aber ich finde dafür trotzdem eine Verwendung. Ist wieder falsch. Es gibt da, ist ja wieder pisst wahrscheinlich, dass es falsch ist. Es wurde ihm aber nur irgendwie geschenkt wieder. Und er ist wieder pisst, dass es nicht das Richtige war. Wer da wohl dran schuld ist, dass es das Falsche ist, was man dir geschenkt hat, weiß ja nicht, wer da die Wishlist bedient und diese Artikel draufsetzt. Man könnte ja mal ein bisschen mehr recherchieren und dann vielleicht sogar den richtigen Artikel auf die Wishlist packen, wenn man schon alles geschenkt bekommt. Das ist kein Problem. So, Wunschzettel. So, das sind einmal die bunten Federn. Das hier kann ich löschen. Das zeige ich euch gleich. Das habe ich schon gelöscht. Das habe ich aber jetzt drauf. Hier sind die Federn. Halt, das waren nicht die Federn. Sehr schön. Okay, die Federn sind gelöscht. Also vielen Dank für die Federn. Das war, machen sich bestimmt gut im Haar. Viel Grüße, Yannick. Ich werde in Zukunft auch die Namen vorlesen von Leuten, die mir solche Sachen schicken, die mir von Leuten geschickt werden, die mich auch unterstützen wollen. Also sprich Sachen, die auf der Wunschliste drauf sind. Okay, also er liest jetzt auch einfach die Kackendreist die Namen vor. Okay. Das hier habe ich auch schon aufgemacht. Das habe ich jetzt nicht. Aua. Das hatte ich jetzt nicht auf der Liste. Was war das denn gerade? Aber kann ich trotzdem gebrauchen. Ne? Es ist so eine Kaffeesahne oder halt Kaffeemilch oder wie auch immer. Ist ziemlich von Vorteil, kann ich auf jeden Fall gebrauchen bei meinem Kaffeekonsum. Gib's doch zu, die trinkst du schottweise. Ich ziehe zwar eigentlich Haarmilch vor, aber die kleinen Dinger mag ich tatsächlich sogar ganz gerne. Okay. Ach ja, und Haternamen lese ich natürlich auch nicht vor. Ne? Ich lese mir das vorher kurz durch. Wer mich da gegrüßt hat. Was sind denn Haternamen? Heißen die anders als normale Menschen? Oder wie? Ist ja nur mal so gefragt. Also, würde mich jetzt auch mal interessieren. Ui. Ein weiterer Packen bunter Federn. Vielen Dank also ein zweites Mal. Deswegen habe ich das jetzt runtergenommen von der Liste, für den Fall, dass sowas nochmal jemand bestellen möchte, dass ich nicht alles doppelt und dreifach habe. So, was ist das hier? Klappt ja wunderbar. Du hast es bisher doppelt, noch nicht dreifach, aber naja. Erdnussberge. War nichts von meiner Liste, ist aber auch irgendwie, Ich mag eigentlich kaum Erdnüsse. Ich esse Erdnüsse. Ich mag eigentlich kaum Erdnüsse. So, da hätten wir. Mag eigentlich kaum Erdnüsse. Das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Das. Nee. Heimi jetzt verhört. Ich glaube, wir gehen nochmal kurz einen Strick zurück und hören uns das nochmal an. Und zwar sehr, sehr, sehr langsam. Um ganz sicher zu sein. Um ganz, ganz sicher zu sein. So was mal jemand bestellen möchte. Dass ich nicht alles doppelt und dreifach hab. So, was
Ja. Lass genau den Weg angucken. Begeisterung sieht anders aus. Ja, Erdnussberge. Zartbitter. Was ist damit jetzt? Du frisst das sowieso. Außerdem, jetzt kommt die geilste Aussage überhaupt. Berge. Berge. So sieht Dankbarkeit aus. War nicht von meiner Liste. Anstatt einfach zu sagen, danke, nein, man muss direkt sagen, war nicht von meiner Liste, dann kannst du dir sonst wo hinstecken. Ist aber auch irgendwie. Ich mag eigentlich kaum Erdnüsse. Ich esse Erdnüsse eigentlich nur einmal alle paar Jahre. Alle paar Jahre, ja. Da hast du ja auch erstmal für die nächsten 30 Jahre oder so genug Erdnüsse bekommen, wenn man sich da die letzte Bestellung anguckt, wo du dann irgendwie doch begeistert davon warst, dass du so viele Erdnüsse bekommen hast. Ist ja dann irgendwie ein bisschen komisch, dass du jetzt auf einmal sagst, ich mag gar keine Erdnüsse. Aber das sagt er ja irgendwie jedes Mal. Oh, ich mag keine Burger am nächsten Tag. Also ein paar Tage später grillt er und frisst 16 Burger an einem Tag. Oh, ich mag keine Erdnüsse. Sagt er jetzt. Davor hat er sich riesig drüber gefreut, dass in jedem Paket so eine Dose Erdnüsse drin war, die er sich selbst auf die Wishlist gepackt hat. Und jetzt, weil ich das auf der Wunschliste hatte, gehen die Hater wieder. Ja, alle ab. Erdnüsse. Okay, wir hören uns das jetzt mal in normaler Qualität an, weil so hört sich das alles an wie ein einziger Schlaganfall. So. Ist aber auch irgendwie, ich mag eigentlich kaum Erdnüsse. Ich esse Erdnüsse eigentlich nur einmal alle paar Jahre. Und jetzt, weil ich das auf der Wunschliste hatte, gehen die Hater wieder alle ab. Erdnüsse, Erdnüsse. So. Nächstes Paket. Ach so, bevor ich weitermache, eine Sache noch zwischendurch. Ich habe ja Capri-Sonne auf der Wunschliste und hatte auch vorher schon welche drauf. Nochmal vielen Dank für die Capri-Sonne, die kam jetzt heute an. Die kam neulich an. Neulich? Ist auf jeden Fall auch wieder ein ganzer Pack. Vielen Dank also auch an dieser Stelle dafür. Ja. Und auch die Gartenschere kam an. Die habe ich jetzt nicht in dem Video gezeigt, aber die ist auch angekommen. Vielen Dank, die konnte ich bereits gut gebrauchen. So, die werde ich in der Zukunft gut verwenden können. Um dir die Haare zu schneiden, nehme ich mal an. Und jetzt fühle ich mich verarscht. Da haben wir es doch. Jetzt hat er es nicht nur doppelt, sondern auch dreifach. Wollte er vermeiden, hat ja wunderbar geklappt. Dann ein weiteres Mal bunte Federn. Jetzt habe ich drei Päckchen bunte Federn, aber ich kriege die schon irgendwie unter. Vielen Dank an dieser Stelle. Das ist ein bisschen viel gewesen. Viel Vergnügen mit dem Geschenk, Tobias hat mir geschrieben. Vielen Dank an dieser Stelle an den Tobias. So, dann ein Paket habe ich aufgemacht. Das ist, Achtung, Jagd, Lebensgefahr. Eine sehr sinnvolle Aktion. Vielleicht wird dann da mal ein bisschen das Ganze ernster genommen. Genau, so ein gelbes Schild mit einer Spaßaufschrift, dann wird alles ernster genommen. Auch Sonnenschilder hatte man vielleicht früher vor seiner Zimmertür hängen. Das hat man dann so mit 12 irgendwie cool gefunden oder mit 13. Und das war dann echt hip. Bei manchen ist das anscheinend immer noch so, mit 31. Nun ja, das ist okay. Freut mich, wenn er daran noch Spaß hat.
weiß nicht, inwieweit mir solche Sachen rechtlich Schutz gewähren. Aber ganz ehrlich, heißt natürlich jetzt nicht, dass ich jemanden abmurksen will. Ach so, du denkst, weil du jetzt so ein gelbes Schild da hast, wo drauf steht, Achtung, Jagd, Lebensgefahr, dass du jetzt einfach legal Leute abknallen kannst. Also, wunderbar. Also, dann können wir uns ja darauf freuen, wenn du da mit Indianer-Kopfbeschmückung und dem Bogen in der Hand da auf Jagd gehst. Willst du ja jetzt deine eigene Prärie gründen oder was soll das jetzt werden da? Das war so ein schönes Jagdschild dahin gemeddelt. Und dann denkt er, er kann jetzt einfach legal die Leute abballern. Also, das finde ich auch wieder. Boah. Ach ja, ist ja sein eigener Staat. Er kann ja machen, was er will. Wissen wir ja. Hier rumsteht oder rumrennt, ne? So, ein Gruß von Felix Weidmannsheil. Die Jagd auf die Hater ist eröffnet. Okay. Vielen Dank auf jeden Fall an dich. Weiter werde ich nicht vorlesen, aus gutem Grund. So, das war die andere Sache, die ich bereits von der Liste genommen habe. Danke also an dieser Stelle. So, ich habe jetzt, weitere solche dünnen Pakete. Vermutlich sind da, ich gehe mal davon aus, dass Federn drin. Wie wäre es denn? Da mehrere solche Schilder drinnen sind. Ich hatte ja auf der Liste mehrere. Also schauen wir einfach mal, was in dem kleinsten drinnen ist. Ja, es ist auch wieder so ein Schild. Vorsicht. Warte. Schön, dass du das, was du auf die Wishlist geknallt hast, selbst nicht weißt, also was du dir draufgesetzt hast, weil dann wüsstest du ja eigentlich, was das jetzt für ein Schild ist. Dann wüsstest du, das ist das hier, da steht jetzt Folgendes drauf. Oder hast du vielleicht etwa wieder nicht gelesen? Vorsicht, Rattengift ausgelegt. Hatte ich das auch auf der Liste? Ich hatte das Schild gesehen, aber habe ich das auf die Liste gesetzt? Scheinbar. Wenn nicht, wäre es mal wieder unglaublich utopisch. Ja, hatte ich drauf. Ach, schön, dass du es weißt. Komm aus der Liste. Heute kann ich viel aus der Liste streichen. Sau cool. Unglaublich. Also manche Leute scheinen echt zu viel Geld zu haben. Ein Gruß von Lukas. Spendet das doch lieber irgendwelchen Tierheimen oder Kindertagesstätten der Deutschen Krebshilfe. Wie wär's? Ich glaube, die können damit mehr anfangen. Vorsicht vor den Drachen. Und den Namen und absichtlich mal wieder Metal falsch geschrieben. Hätte ich also nicht vorlesen sollen. Entweder ich schneide es raus oder ich lasse es drin. Wir sehen, wie es weitergeht. Ein weiteres Schild, wie es aussieht. Hoffentlich sind es jetzt vielleicht fünfmal die gleichen Schilder. Obwohl, dann habe ich wenigstens genug. Möchte doppelt und dreifach vermeiden. Habe ich halt genug. Egal. Ja, Achtung, Jagd, noch ein weiteres Mal. Da fragt man sich doch, jeder wird sich jetzt doch denken, oh, so eine Scheiße, jetzt habe ich das nochmal, ist doch komplett bescheuert. Er, oh ja, okay, habe ich es halt nochmal. Okay, hier ist kein Zettel mit drinnen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wirklich viermal das Gleiche. Ich habe jetzt noch ein zweites solches, aber das scheint was anderes zu sein. Ja. Aber das hier könnte wieder dasselbe sein. Achtung, Jagdleben. Es ist unglaublich. Jetzt kriegt er da dreimal dasselbe. Das ist Gefahr. Jetzt habe ich das echt dreimal. Krass. Es ist auf jeden Fall jetzt von der Liste gelöscht. Das sollte also nicht nochmal zum Kauf kommen. Weidmanns Heil von... Der gute Holger. Ach nee. Ach doch, Carmen und Holger, das sind zwei Menschen. Ich dachte... Das ist einer. Der gute Carmen Holger. Der Satz ist der Vor- und der Nachname, deswegen habe ich es nur überflogen. Also vielen Dank an die Carmen und an den Holger. Dankeschön. Wir fragten Dr. aus Merzen, ob es stimmt, dass einem der Penis schrumpft, wenn man dem Orga etwas von der Wunschliste kauft. In der Tat, die Amazon-Käufe führen dazu, dass der Penis kürzer wird und später abfällt. Wir folgten dem absolut echten Doktor bis nach Hause, um ihm weitere Fragen zu diesem Problem zu stellen. Meine Patienten kommen zu mir und sagen, Herr aus Merzen, mein Penis ist abgefallen, nachdem ich dem Orga was gekauft habe. Ich wollte doch nur, dass das Game weitergeht und lustiges Met generieren. Und ich sagte zu ihm, dass die Diagnose Hurensohn bei mir auf dem Zettel steht. Amazon-Käufe sind nicht lustig und helfen ausschließlich dem Oger. Ihren Penis können sie sich nun maximal um den Hals hängen, aber sie sollten ernsthaft eine Löschung in Erwägung ziehen.
Und jetzt raus aus meiner Praxis, du Drachi-Abschaum. So, hatte ich das eigentlich in meinem letzten Video mal gezeigt? Ich glaube, das habe ich nur im Stream gezeigt. Ich habe auch das eine Vogelhäuschen bekommen. Ja, also gezeigt. Du wolltest vorne noch dieses Ding da reinbohren, damit die Vögel sich da raufsetzen können. Ich glaube aber eher, du hast dir das Vogelhaus deswegen geholt, dass du wartest, bis er irgendwann einzieht, dann murkst du das ab und klaust die Federn. Wäre übrigens ein günstigerer Weg gewesen, an Federn zu kommen. Hätte niemanden Geld gekostet und der arme Hermes oder keine Ahnung was, Bote, muss dann nicht so viel Sprit verballern. Vielen Dank an dieser Stelle. So, was haben wir denn hier? Oh, geil, richtig geil. Das ist das, was ich mir am meisten erhofft habe, dass ich bekomme. Na, was denn? Noch mehr zu essen? Das sind die Fasanenfedern. Also, das wird doch echt unglaublich. Ich bin echt gespannt, was will der damit machen? Der wird doch echt wie weiß ich nicht. Irgend so ein Indianerhäuptling da bald aussehen, ey. Und dann dreht er da Winnetou 4 oder ich weiß nicht. Ein Gruß von Sebastian. Hab leider auch nicht so viel Geld. So viel Geld über. Aber einen Bruder im Geiste unterstütze ich gerne. Bleib dran, mein Bester, von Sebastian. Vielen Dank an den Sebastian. Das ist natürlich ausgegangen, weil ich jetzt so lange nichts gemacht habe. So, wo sind die Fasanenfedern? Das sind die hier. Entschuldigung, das war hinter mir die... Bitte, das war's. Die Ding. Auf jeden Fall richtig, richtig geil. Was? Sau cool. So, und zu guter Letzt noch ein größeres Paket. Normalerweise würde ich das jetzt mit einem Messer aufmachen, ne? Aber ich bin ja ein echter Kerl, ich krieg das auch mit der Hand auf. Richtig, wissen wir ja, du bist ja ein richtiger Mann, ein richtiger Krieger bist du ja. Ein richtiger Wikinger. Du musst gerade jetzt Krach machen wegen euch. Ja, du hast uns eben schon das Trommelfell rausgemeddelt mit dem Ding, was da hinter dir umgekippt ist. Ich kann das jetzt auch anders aufreißen, aber dann würde hier der ganze Tisch wackeln. Und das wäre arschlaut. Alter, saugeil. Das habe ich mir auch gehofft, weil ich nämlich schon lange mal wieder welche brauchte. Und immer zu faul bin, mir welche zu kaufen. Und wenn ich dann im Laden bin, vergesse ich es. Nee. Ach, Deo. Es wird immer utopischer. Es wird immer utopischer. Was kommt denn als nächstes? Ey, das sind doch jetzt wirklich mittlerweile Alltagsgegenstände. Also wir sind doch wirklich da angekommen. Also, wenn man sich selbst nicht mal mehr Deo kaufen kann. Also wirklich. Ein Sechserpack Deo. Das ist richtig geil. Das kann ich auch gleich mal runternehmen. Wartet mal. Welches war denn das jetzt? Das ist das Apollo, ne? Genau, hier, Apollo. So, löschen. Also, jetzt habe ich auch ordentlich Deo. Ja. Das ist echt klasse. Hier ist allerdings auch kein Zettel dabei. Hier ist ein Lieferschein dabei, aber kein Zettel. Sehr gut. Dann weiß ich auf jeden Fall schon mal Bescheid. Vielen Dank an alle, die mir jetzt was gegeben haben, was geschickt haben, was gebracht haben. Ich konnte jetzt leider 6 Sachen von meiner Wunschliste ballern. Richtig geil. In meinem nächsten Video oder in meinem nächsten, wir werden heute vielleicht uns nochmal sehen. Ich weiß nicht, ob mir heute der Hermesbote noch was bringt. Der Hermesbote kommt derzeit fast jeden Tag zu mir. Genauso wie die Deutsche Post, wie der DBD und gelegentlich auch der UPS. Was zuckst du jetzt schon wieder so komisch da unten rum? Kommt auch alle paar Tage mal vorbei. Oh nee, bitte mach nicht das, was ich jetzt denke. Weil ich habe wieder keine Hose an. Momentan kriege ich wirklich viele Sachen geschickt. Ich danke euch dafür. Du bist jetzt so aufgeregt, der Junge. Der muss ich erstmal wieder abreagieren da. Das ist wirklich der Wahnsinn. Es zeigt mir auch wirklich, dass mich viele unterstützen möchten. Und auf die Art und Weise kann ich hoffentlich noch einiges und vieles machen für euch. Schauen wir mal, wie die... Einiges und vieles machen für euch. Mit gelben Schildern, bunten Federn und Deo. Und Erdnussbergen. Die darf man nicht vergessen.
Zukunft ausgeht und wie die Zukunft verläuft. Ich für meinen Teil möchte eigentlich nur meine Videos machen, möchte einfach nur mit meinen Zuschauern chillen, möchte einfach nur mein Leben genießen können und ja, euch... Dann löscht deinen Kanal, dann kannst du alles. Also, naja, ein paar von den Sachen machen. Also nur das Letzte, dein Leben genießen. Ich hoffentlich dazu bringe, dass ihr ab und zu was zum Lachen habt, ob es doch mein Aussehen ist oder ob es so irgendwas anderes ist, spielt für mich keine Rolle. Dieser ganze Hass um mich herum und gegen mich... oder auch für mich oder mit mir oder wie auch immer, geht mir tierisch auf die Nerven. Und ich habe echt kein Interesse daran, in irgendeiner Art und Weise mit irgendjemandem im Krieg zu liegen. Habe ich nie gehabt. Nee, hast ihn aber nur schon 10.000 Mal angekündigt. Weiß nicht, wie oft du es schon umbringen wolltest und wolltest und diverse Geschichten. Wie oft du den Leuten schon nachgerufen hast, dass du denen alle Knochen brechen möchtest und deren Familien auslöschen wolltest, dass du uns allen Corona geben wolltest und die absichtlich anspucken möchtest, damit wir doch bitte dran sterben. Also ist ja schon, nein, aber einen Krieg wolltest du nie anzetteln. Ne? Nein, nein, das ist komplett normal. Ich will einfach nur mein entspanntes Leben führen, möchte einfach nur mit meinen Freunden was zocken können oder was unterwegs sein können. Natürlich geht es momentan wegen Corona schon zweimal nicht. Dann lösch deinen Kanal, nochmal. Aber dazu wird es nie kommen. Das wird nämlich, ja, ich kann auch nicht sagen, was das für ein Ende geben wird. Irgendwann, da gibt es ja auch wilde Theorien zu, ja, keine Ahnung, was dann irgendwann wird, wird sich zeigen. Aber ich habe es heute Morgen schon erklärt. Also ich hätte eigentlich wirklich gerne einfach ein normales Leben und möchte euch aber gleichzeitig auch ein bisschen was zum Lachen bieten. Das war eigentlich so letzten Endes immer ein bisschen die Intention. Als ich angefangen habe mit YouTube, war das genau das, was ich gemacht habe und auch das, was ich machen wollte. Mit meinen Freunden ein bisschen rumhängen, mit meinen Arbeitskollegen ein bisschen jeden zum Lachen zu bringen. Hat auch super funktioniert früher. Bis dann irgendwann die Hater angefangen haben zu kommen und mir auf... Ja, du kannst das immer noch machen, Rainer. Wenn das der einzige Grund ist, warum du das machen möchtest. Ist doch klar, wenn du diese Sachen online stellst, dass irgendwann, weil das halt online ist und ne, das Internet, das kann alles einsehen dann, von überall her die Leute, und dann finden die das halt. Und dann muss man auch damit umgehen können, wenn die Leute sagen, ey, das finde ich richtig scheiße, was du da machst. Oder sich halt über dich lustig machen, das ist dann nun mal so. Das muss man dann abkönnen. Und entweder man ignoriert's, schaut, wie weit das dann geht, oder man hat sehr dünne Haut, geht da drauf ein und dann entwickelt sich sowas. Und naja, die Geschichte kennen wir alle, wie es jetzt so weit gekommen ist, wo wir jetzt sind. Oder man sagt sich einfach, okay, scheinbar, ja, ist das hier nichts für mich, dann muss ich hier das Ganze einstellen. Das macht ja so keinen Sinn. Da habe ich keinen Bock drauf. Und du kannst diese Videos immer noch machen. Du löscht einfach deinen Kanal und dann machst du diese Videos für deine, naja, Arbeitskollegen hast du natürlich jetzt nicht mehr. Aber vielleicht, wenn du da irgendwo noch Kumpels hast, dann kannst du immer noch diese Videos machen. Dann machst du die privat und schickst denen das einfach per WhatsApp und so. Dann kannst du die Leute oder deine Kumpels da trotzdem vielleicht zum Lachen bringen mit. So einfach ist das. Also die Möglichkeiten besitzt du noch. Sollte es die Kumpels geben. Auf den Sack zu gehen und Scheiße zu bauen und ich weiß nicht was noch alles. Und heutzutage ist es jetzt so, dass es immer schwieriger geworden ist, irgendwas zu erreichen, weil man letzten Endes den ganzen Tag nichts anderes hat als Hass. Der einen entgegenschlägt. Ich meine, hier im Hof riecht es nach Buttersäure, weil ein 15-Jähriger, ich glaube 13 oder 15-Jähriger, ich weiß nicht genau, hat Buttersäure auf meinen Hof geschmissen, hat hier laute Glasscherben hingeschmissen, hat mit Steinen auf mein Auto geschmissen, wo ich ja schon wieder richtig in Rampage-Modus gehen könnte, was ja aber nachvollziehbar sein sollte für jeden, der ein bisschen was für Autos übrig hat. Ja, dass das jetzt eine Scheißaktion ist, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Und da ist einfach so eine Sache, da könnte ich einfach richtig ausrasten. Kann man an dieser Stelle auch mal verstehen, ja. Mein ganzes Leben ist eigentlich nur eine einzige Tortur gewesen, von damals bis heute. Ich möchte euch jetzt gar nicht die Ohren vorjammern. Tust du aber gerade. Es ist einfach nur so, ich möchte einfach nichts machen. Ich möchte einfach nur mein Leben führen. Nee, die Aussage davor war schon richtig. Du möchtest einfach nichts machen und dafür bezahlt werden. Bisher klappt das auch ganz gut. Ich möchte niemanden auf die Eier gehen und möchte gleichzeitig das... Ja, dann... mein Gott, ey, dann lösch dich doch endlich. Dann haben wir es doch endlich. Dann hat doch jeder, was er will. Mann, ist doch nicht so schwer.
niemand mir auf die Eier geht. Wir schauen mal, wie die Zukunft weiter verläuft. Ich werde jetzt noch die Schilder anbringen, werde jetzt noch die Feder ins Haar stecken. Kann ich eigentlich noch ein Video machen. Wobei ich natürlich jetzt gucken muss, ob ich die überhaupt irgendwie festmachen kann. Wenn du genug Strupp da oben hast, oder? Das sollte doch gehen. Das sind sogar echte Federn, das ist richtig geil. Ach, falsch rum. Denk mir gerade, hä? Das sieht doch gerade richtig aus eigentlich. Warum jetzt diese Geste mit der Zunge? Ich schnapp mir jetzt einfach mal die erste. So, das Coole an Fasanenfedern ist... Jetzt bin ich gespannt. Was ist das Coole an Fasanenfedern? Dass sie schön groß und schön lang sind. Vergleiche an dieser Stelle wären jetzt sehr unangebracht. Also alles, was du nicht bist. Ja, das gesagt. Dieser Vergleich macht jetzt keinen Sinn, aber... Nee, ich glaube, wir wissen alle, was ich meine. Ne? Ist groß, schwarz und etwa 60 cm lang und begegnet Rainer manchmal beim Kackduschen. Nee, also groß bin ich ja, von daher. Nur die Hälfte stimmt. So. Ja. Das Problem ist bei meinen Haaren, es ist eine Katastrophe. Ich glaube, so passt es ganz gut. Ja, was soll das jetzt? Also, erklär es doch wenigstens mal. Also, so, natürlich machen sich so alle darüber lustig. Was erwartest du denn? Ich raff's einfach nicht. Es tut mir leid. So, dann schauen wir mal, wie die Zukunft weiterläuft. Ich glaube, ich muss da noch was machen. Aber ich hab schon eine Idee, wie ich die befestige. Gut, ansonsten würde ich euch nach wie vor dann erstmal einen schönen Tag wünschen. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wie die Zukunft aussieht, wie es weitergeht. Das Coole ist ein Zipbeutel. Für die nächsten Jahre werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Du hast ja irgendwann im Haar gehabt. Ja. Mein Haar verfängt sich immer so einiges. Jetzt schauen wir einfach mal, wie die nächsten Wochen aussehen und das restliche Jahr. Für dieses Jahr habe ich erstmal, eigentlich habe ich für die nächsten 100 Jahre meine Ruhe, also nicht meine Ruhe, sondern meine ja. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Nee, weiß ich nicht. Nicht meine Ruhe, sondern meinen, ich bin genervt von den letzten Jahren. Wir werden mal gucken, was in den nächsten Tagen passiert, was noch ankommen wird, was noch erledigt werden muss. Ich bin auf jeden Fall momentan gut dabei, in meinem Hof was zu machen. Jetzt heute vielleicht nicht mehr unbedingt, gestern jetzt auch nicht unbedingt. Ja, wie gesagt, die Schilder werde ich jetzt noch anbringen. Passt sogar, dass es mehrere sind, dann weiß ich, was ich mit den anderen anfange. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich labere euch jetzt noch einen Haufen zu und dann hinterher ist es ein riesiger One-Taker. Aber dann sieht man auch, wie ich eigentlich wirklich bin. Ich bin nämlich immer jemand, der nicht wirklich weiß, was er sagen will und dann eigentlich immer nur irgendwelchen Schwachsinn hält. Ja, das hätten wir jetzt auch gewusst, wenn du jetzt nicht 28 Minuten irgendeinen Blödsinn da wieder rumlaberst. Das hätten auch, wie sonst auch immer, 2 Minuten geschafft. Zählt. Und hinterher schneidet er alles zusammen, dass es halbwegs anständig aussieht. Das hast du doch nie geschafft. Und dabei kommt letzten Endes doch nichts raus. Ja, also für die Zukunft, wir werden sehen, was passieren wird. Und das war's. Eigentlich will ich das Video gar nicht beenden. Aber wir werden... Für immer laufen. Auf ewig. Bleibt dieses Video jetzt am Laufen. Er will es nicht beenden. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie bei jedem Video zurzeit das Gefühl, dass es das letzte Video ist. Na gut. Wie spät haben wir es jetzt? Eine Sekunde. Warum ist es wichtig, wie spät es ist? Es ist jetzt 15 Uhr. Ja, schön.
Es ist jetzt 15 Uhr. Nee, 16 Uhr. Es ist jetzt 15.50 Uhr, wollte ich sagen. Es ist 16 Uhr jetzt. Ich werde jetzt wohl dann hergehen und mir... Ja, was denn, du? 15.50 oder 16 Uhr? Das ist ein Unterschied. Nee, sag mal. Ich lasse es jetzt einfach so. Vielleicht wirke ich dadurch ja endlich mal ein bisschen sympathischer. Also ich werde jetzt dann auf jeden Fall noch einiges machen. Ich werde, denke ich, auch noch an meinem Game weiterzocken. Wir hatten ja heute ein bisschen gestreamt. Ich hatte mir heute früh ja keine Schminke drauf gemacht, weil ich da gerade erst aufgestanden bin. Und jetzt bin ich vorhin aufgestanden und nicht genau gewusst, was ich jetzt machen soll, weil... Jetzt habe ich vorhin gestreamt und habe dann die Kamera nicht angehabt, weil ich eigentlich noch duschen wollte. Das war ich jetzt inzwischen. Ich habe mich auch rasiert inzwischen. Sieht man vielleicht so heute Morgen. Und... Morgen wird es dann so sein, dass ich vermutlich wieder ganz normal streame. Heute wird vielleicht noch ein Typ vom Hermes kommen. Den werde ich euch dann noch mit reinpacken, falls da noch was Interessantes dabei ist. Wenn wegen nur einem Paket, werde ich jetzt nicht extra in einem Video zeigen, außer es ist vielleicht so, dass in dem Paket irgendwas drinnen ist, was jetzt auch auf der Liste war, dann kann ich das noch rausnehmen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wie gesagt, falls nichts mehr kommt von mir heute Abend um 19 Uhr ungefähr, werde ich das Video hochladen. Haut rein, euer Drache und eine Ameise rennt auf meiner Linse rum. Ciao. So, oder, oh Gott. Okay, ja, jetzt wird's, ja. Interessant, sag ich mal. So, Leute. Ein letzter Abschnitt. Jetzt ist gerade der Hermesbote da gewesen und hat mir ein weiteres Paket gebracht. Damit. Was ist denn jetzt schon wieder? Irgendeine Schminke. Passt perfekt, das ist zum Schminken. Auf sowas hier habe ich noch nicht geschaut. Beziehungsweise sowas habe ich noch nicht gehabt, aber das ist perfekt. Da sind Farben dabei, Pinsel dabei und Vorlagen dabei. Das sieht auf jeden Fall schon mal saugeil aus. Da kann ich auf jeden Fall einiges mitmachen. Dann schon mal vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Und ich habe jetzt noch eine Sache. Eine Sekunde. Ey, das sieht aus mit diesem Stirnband, ey. Oh, ey. Dieser Schnorris dazu. Alter. Muss ich erst aufmachen. Das waren nämlich zwei Pakete, die ich gekriegt habe. Und das zweite Paket ist das hier. Ach, guck mal. Nochmal bunte Federn, aber wir wollten es ja vermeiden, dass es doppelt und dreifach ist. Gut, wir haben es auch vermieden, dass es doppelt und dreifach ist. Jetzt sind wir ja schon bei vierfach angekommen. Ein weiteres Päckchen mit Federn. Wieder bunte Federn. Zum Glück habe ich die runtergenommen, aber wie gesagt, sowas kann man immer gebrauchen. Was kann man immer gebrauchen? Mir fällt jetzt in meinem alltäglichen Leben genau richtig gar keine Situation ein, in der ich irgendwie bunte Federn gebrauchen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen Leuten ja anders. Ne? Schreibt es gerne drunter, wann ihr in eurem Leben immer bunte Federn gebrauchen könnt. Würde mich jetzt mal brennend interessieren. Ja. Zumindest wenn man so ein Freak ist wie ich. Und Freaks sind ja nicht unbedingt schlecht. So. Ein Gruß von Daniel. Hallo Drache, viel Vergnügen mit den Federn. Finde deine Idee, ab jetzt offiziell kein Mensch mehr sein, zu sein, recht passend. Also, viel Spaß, bitte erwähne. Was? Bitte erwähnen. Ah ja. Schon. Dann vielen Dank an dieser Stelle. Und sau coole Sache. Kann ich auf jeden Fall super gebrauchen und ich freue mich da echt drüber. Dankeschön. So, an dieser Stelle kann ich mich jetzt ein für alle mal verabschieden. Das war jetzt ein langes Video heute. Aber wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich ziehe es gleich direkt auf den Rechner. Wir haben jetzt 17.31 Uhr. Ich denke vor 18 Uhr, 19 Uhr wird es nicht online kommen. Wahrscheinlich eher 19 Uhr als 18 Uhr. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein und ciao, ciao. Ja, wunderbar. Ah, jetzt haben wir es eigentlich geschafft. Okay. Ja, es wird echt interessant, in welche Richtung das noch gehen soll. So, einen Tag haben wir noch. Vlog 5, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Das müsste jetzt hier der Vlog von heute sein. Von Mittwoch.
Gucken wir doch mal rein. Geht nur 1:55. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Meine Augen haben heute eine erstaunliche, krasse Farbe, finde ich. Ich vielleicht daran, dass dieser gesamte Raum komplett grün ist und sich das dann auch in den Augen dann widerspiegelt. Meine Schminke verläuft hier schon ein bisschen. Aber ich finde, das passt eigentlich so ganz. Die ist schon einen Tag alt und ich will gar nicht wissen, wie deine Bettwäsche aussieht, aber ist okay. Ist gut. Auf jeden Fall, heute gibt es halt wirklich viel zu sagen im Vlog. Ich habe jetzt gestreamt bis um 1. Jetzt habe ich gerade zu Mittag gegessen. Jetzt haben wir 14.07 Uhr, also etwa eine Stunde später. Hab jetzt angefangen, One Piece wieder neu zu schauen, also wieder von vorne angefangen. Ja, ich weiß, es ist eine Aufgabe für die nächsten Monate, aber das passt schon. Ist schließlich harte Arbeit. Darüber hinaus muss ich mal gucken, wie es weiterläuft. Heute werde ich, denke ich, noch ein bisschen Sea of Thieves zocken und noch ein paar andere Games. Mal schauen. Und ansonsten danke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Und erst einmal war es das mit dem Vlog. Die Post war heute noch nicht da. Der Hermesbote war heute noch nicht da. Vielleicht kommt ja wieder was. Vielleicht kriege ich wieder was geschickt. Falls nicht, macht es auch nichts. Aber falls ich was bekomme und falls irgendwas Interessantes dabei ist, werde ich es euch zeigen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein und ciao, ciao. Und ja, ich habe dreckige Fingernägel. Ja. Okay, das war's. Ja, was soll man da groß zu sagen? Es ist, ja, keine Ahnung, es ist utopisch einfach. Was mit diesen Federn, dieser Schminke, die ja jetzt dann noch immer verwendet, also. Ja, man kann eigentlich nur drauf gespannt sein, wie es jetzt weitergeht und die große Enthüllung, die dann hoffentlich kommt, wo er dann auch erklärt, warum er das macht mit dieser komischen Schminke und den Federn, was das aussagen soll. Man wird sehen. Man wird sehen. Fürs Erste würde ich jetzt erstmal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Metal off und munter bleiben.